Hallo, liebe Freunde des Indoor-Buschwerfens und gepflegten Outdoor-Messerschärfens. Heute ein Video über verschiedene Taschenmesser bzw. Multitool-Möglichkeiten. Gerber versus Victorinox. Ich hatte ja schon in meinen anderen Videos verschiedene Werkzeuge gezeigt. Windig draußen, aber das gehört ja dazu. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem gut erkennen. Ja, ich habe mir jetzt im Laufe der Zeit mal verschiedene Victorinox-Messern angeguckt. Ich hatte ganz am Anfang das ganz kleine, diese Classic oder wie die sich nennen, diese Mini-Variante. Die war mir zu schlüpfrig und zu glatt und auch zu klein. Und ich habe die dann irgendwann meiner Freundin verschenkt, meiner Lebensgefährtin, und die hat es dann irgendwo auch verloren, weil es so rutschig ist. Und dann war ich eigentlich so ein bisschen von Victorinox enttäuscht. Und ich glaube, ich hatte ganz früher auch mal eins, wie ich noch jung war. Da war dann auch bald der Zahnstocher weg und so weiter, diese alten Modelle. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen geguckt nach was Praktischem, was man so Everyday Carry mäßig, wie es so schön heißt, EDC mäßig, immer mal so mitnehmen könnte. Und hatte mir allerdings vorher auch schon was von Gerber gekauft. Und das wollte ich jetzt mal ein bisschen gegeneinander abwägen und vergleichen. Und mal ein paar Gedanken dazu äußern. Es gibt natürlich wieder verschiedene Modelle relativ viele Reviews, das ist mir bewusst. Aber nun ja, jeder hat ja eine andere Sichtweise und entdeckt vielleicht eine andere Eigenart oder so. Okay, wollen wir mal anfangen. Wir fangen jetzt erstmal mit den Victorinox Sachen an. Da habe ich also hier dieses Modell. Das nennt sich Victorinox. Moment, gucken, ob er es scharf macht. Das ist immer das Problem mit der Kamera. Super Tinker heißt es auf jeden Fall. Also Victorinox Super Tinker Red. Tinder, nein, Tinker natürlich, Tinkerbell in Rot. Die meisten mittleren, oder ne, das ist ja die 91 mm Größe, die gibt es ja hauptsächlich zu einigermaßen vernünftigen Preisen in diesem roten Plastik-Umhüllung, die mir nicht so wirklich gut gefällt, weil sie sehr empfindlich ist, ziemlich schnell verkratzt. Und so, wenn man ein bisschen feuchte Finger hat oder so, dann auch ziemlich schnell rutschig wird. Das ist mein Problem generell mit Victorinox. Ich habe mir jetzt noch ein anderes bestellt, das ist leider noch nicht gekommen. Das wollte ich eigentlich auch mit dazu nehmen. Das ist ein bisschen größer, das ist die 111er Version. Und da ist der Griff angeblich aus einem anderen Material. Da bin ich mal gespannt, ob mir das besser gefällt. Hier hat es schon so ganz leichte Schmauchspuren, obwohl ich eigentlich das bis jetzt noch nicht wirklich benutzt habe. Also die sind noch ziemlich neu, ich will die auch eventuell wieder zurückgeben. Also wie gesagt, das ist Super Tinker, was ich einmal da habe zum Vergleichen. Und dann das etwas kräftigere Modell, das ist schon ein richtiger Klopper, so ein Viereck. Das nennt sich Ranger, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Ranger in Red, Lady in Red. Also ne, das ist das etwas, man sieht schon gleich den Unterschied. Das ist wesentlich dicker mit das Super Tinker, aber von der Größe sind die ja gleich. Mein Hauptargument oder Kaufentscheidung lag einmal dran, dass ich diese normale Messerklinge gerne haben möchte. Das ist ja klar, die ist immer dabei. Die rastet natürlich hier nicht wirklich fester ein, nur so ein bisschen. Und als zweites war mir dann wichtig, die Säge. Wo ist die jetzt zu finden? Ah ja, ne, das ist die Schere, Entschuldigung. Die Säge war dann das zweitwichtige. Wo ist sie denn versteckt, verflixt? Das ist das Problem. Ah, hier hat er nämlich keine. Ja, das ist das Problem. Sorry, jetzt bin ich etwas verwirrt. Ja, ursprünglich, also nochmal kurz zu meiner Grundüberlegung. Also ich wollte halt gerne noch ein relativ handliches Taschenmesser haben, das neben der normalen guten Säge, Messerschneide, eine Schere bietet, weil die ja auch sehr gelobt wird und man eine Schere ja wirklich unterwegs immer gerne brauchen kann. Das ist ja dieses Modell hier. Die ist auch wirklich, ich mache mal lieber die Messerklinge wieder zu, die ist so scharf, damit ich mich dann nicht jetzt verletze. Also die Schere hier macht einen sehr guten Eindruck.
Die war bald im kleinen Modell natürlich dementsprechend kleiner und auch nicht ganz so handlich und nicht so hochwertig. Also muss schon sagen, die Schere hier, die gefällt mir wirklich gut. Der kann man auch einige schneiden. Wie gesagt, ich will jetzt die Produkte nicht so ausreizen, weil ich sie wahrscheinlich wieder zurückgebe. Aber die Schere wird mir fehlen. Jedenfalls, wie gesagt, der Grundgedanke war halt eine Schere zu haben am Taschenmesser und dann eigentlich auch eine Säge, weil ich das auch so ein bisschen EDC-mäßig als Backup für draußen oder auch in anderen Situationen, wo man vielleicht mal was absägen möchte, ein Stück Holz oder so, hätte ich gerne in Kombination gehabt. Das gibt es allerdings in dieser Kombination mit Schere und Säge nicht so wirklich in diesen etwas schmäleren, dreilagigen Modellen. Da ist dann meistens irgendwie entweder die Säge weg oder halt die Schere. Bei dem Modell war dann die Schere, die habe ich mich halt dazu entschieden. Das hat auch nur glaub, knapp 30 Euro gekostet, hier das Modell. Irgendwie so ganz genauen Preis habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Das ändert auch tageweise, habe ich so das Gefühl. Immer wenn man mal so irgendwo reinguckt, sieht man noch ein günstiges Modell und dann ist es wieder weg. Und so weiter. Das ist ein bisschen dubios. Nun ja, und dann habe ich gedacht, okay, eine Säge möchte ich ja trotzdem ganz gern haben. Und irgendwie fand ich es auch schon ganz okay mit der Schere. Und dann habe ich mich nochmal umgeguckt und habe dann hier das Ranger entdeckt. Das war allerdings beim Anbieter von Deutschlandkarte, von Netto, diese Rabattaktion, die es da immer gibt. Da haben wir ein ziemliches Guthaben gehabt. Und dann habe ich das hier gesehen, hat ja allerdings der Preis nicht so wirklich ausgezeichnet. Habe dann halt geguckt und habe gesehen, dass es das bei Amazon für um die 50, paar 50 Euro gibt. Und das hat dann neben meinen Lieblingsfunktionen, also wie gesagt, das Messer ist natürlich hier identisch, ist ja gleich. Dann hat es natürlich auch diese Schere dran. Die ist auch genauso stabil und gut verarbeitet und massiv. Man kann da schon bestimmt einiges, es kommt wieder der Wind, mit schneiden. Naja. Und dann hat es allerdings auch, mal sehen, ob ich es jetzt auf Anhieb finde. Ne, das ist diese, das ist die andere, die gucken wir dann gleich an. Das sind nämlich zwei. Irgendwie ist es ein bisschen kompliziert, das rauszukriegen. Also dass die Säge ist irgendwo verschwunden. Wo habe ich die denn jetzt entdeckt? Hier vorne ist sie, glaube ich. Ach ja, die guckt so ein bisschen raus. Das ist also hier diese Holzsäge. Die ist ja auch sehr beliebt. Ist allerdings auch nur so knapp 7 cm oder so, glaube ich. Insgesamt. Ich hatte es gestern mal ausgemessen. Jetzt habe ich es gar nicht mehr genau im Kopf. Also effizient ja 7 cm. Ist dann hier diese Holzsäge, die sägt ja auch ziemlich gut, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe hier so ein kleines Stückchen. Ja, die geht ganz gut rein. Die ist schon ganz lieb. Allerdings so einen dünnen Stock würde ich jetzt nicht unbedingt sägen brauchen, aber ja, manchmal vielleicht auch für einen Hering oder so. Also die Säge fand ich dann bei diesem Modell hier ganz okay. Die ist auch mittig. Finde ich auch ganz praktisch, da weiß man, was man so in der Hand hat. Und dann, wie gesagt, hat sie ja natürlich halt auch die Schere und das Messer. Und ich könnte eigentlich ganz glücklich sein. Zusätzlich bietet sie dann noch, was wir vorhin gerade auf hatten, was ich wieder weggepackt habe, wo ich jetzt nochmal schauen muss, wo es ist. Das ist eigentlich der Hauptnachteil an dem Modell, dass es so viele Dinge sind, dass man wirklich da mal gucken muss. Das ist hier eine angebliche Eisensäge. Also, naja, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Das ist mehr wie so eine Raspel hier die Seite und dann ist auch hier sind auch so kleine Raspeln dran, die haben vielleicht auch ganz guten Nutzen für manche Sachen, aber diese Eisensäge hier, die halte ich für einen Witz, also das ist viel zu dick, da kann man nichts Exaktes mitschneiden oder so. Ich meine Eisen, Stahl, Metall, das schneidet man ja nicht einfach so wie ein Brot einfach mal so irgendwo ab, sondern das muss ja schon ziemlich genau wahrscheinlich sein. Und da ist so ein breites Teil unpräzise und so. Und das hat auch fast kaum eine Zahnung. Das ist eigentlich nur so eine überlappende Raspelzahnung. Ich habe es jetzt nicht wirklich probiert, mal einmal daheim an einem Metallteil. Das hat also nur so ein bisschen angekratzt. Fand ich dann irgendwie. Nun ja. Das hat mir halt gefallen, deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, ich nehme halt doch so einen dicken Klopper, wenn es das anders dann nicht gibt in meiner Traumvorstellung.
Da hat man halt wenigstens noch eine Metallsäge dabei, die kann man ja auch immer mal brauchen. Aber ich denke, dass die eigentlich Quatsch ist, dass die unbrauchbar ist. Naja, okay, dann was wir halt noch hier haben, das kennt man ja, die üblichen Verdächtigen, wie es immer so schön heißt, hier dieser große Spatel da, dieser Flaschenkorkenöffner, Bierflaschenöffner und der große Schraubenzieher, den man auch mal so hebeln kann. Dann hat er hier den angeblich sehr guten Dosenöffner. Ja, denke ich, der macht auch seine Sachen. Und auf der anderen Seite haben wir dann alle auch wieder das normale Sache, das ist hier dieser etwas dümmliche, unnötige Korkenzieher. Dann ist hier das berühmte Loch, das beliebte für diesen Stecknadel. Da sind ja alle ganz verpischt drauf, bei manchen Modellen gibt es es nicht und so. Muss man dann eine extra Stecknadel dazu besorgen. Und dann haben wir hier, oh, das ist dieser Stechbeitel. Der ist ja vielleicht von der Funktion her ganz okay. Nur finde ich den hier in der Mitte vom Dings ein bisschen schwierig. Also wenn er hier vorne an der Spitze wäre, fände ich es schon irgendwie eleganter. Da könnte man bestimmt ein bisschen was mitmachen, aber was will man denn damit arbeiten? Wenn es dann so in der Hand hat, kommt man ja kaum noch ans Material. Also das ist irgendwie verlorene Liebesmüh, da was sie sich da wieder gedacht haben. Dann haben wir hier noch so ein Teil. Das ist im Prinzip fast dasselbe. Das ist, glaube ich, und ist total eingefettet. Das ist eigentlich nur ein kleiner Schraubendreher, ein schmaler. Also sonst überhaupt keine Funktion. Da haben sie bei beiden haben sie gesagt, ja, wir haben jetzt Stahl übrig, da machen wir mal irgendeine Funktion dran. Ich weiß nicht, ob das nicht eins davon auch genügt hätte. Und dann haben wir noch diesen ominösen Haken, den ich aber eigentlich ganz interessant finde. Ich glaube, dass man, den kriegt man auch schlecht raus, damit man wieder umgreifen. Da hinten. Dann ist dieser Gepäckträger sozusagen. Ich denke, dass der ganz interessant ist für manche Sachen, wenn man mal irgendwas festschirren muss oder so, irgendwo was rausholen. Also den finde ich auch noch ganz praktisch. Der ist auch, glaube ich, hier bei diesem Dings mit dran, ja genau, bei diesem, wie heißt das kleine? Ich vergesse die Namen immer, da gibt es ja so viele. Der Super Tinker, da ist dieser Haken auch dabei. Wie gesagt, die sind ziemlich identisch. Nur halt ist hier der wirklich praktische oder wichtige Kreuzschraubendreher dabei. Und hier ist anstelle dieser dümmliche Korkenzieher, mit dem man vielleicht auch mal noch bohren kann oder so. Aber es gibt da noch so ein kleiner Mini-Feuerstein hier zum Reindrehen. Das ist aber auch ein interessantes Set. Das sind so, ich glaube, drei Feuersteine und sechsmal so ein merkwürdiger Wachszunder, der dann in der Hosentasche abschmilzt und alles versaut. Für 26 Euro finde ich ein bisschen gewagt, für so wenig Material. Wenn man denkt, dass das Messer auch so knapp 50 Euro, glaube ich, gekostet hat jetzt für mich, ist dann der Feuerstahl-Ausstattung für 26 Euro die Hälfte. Und es ist ja, steht ja in keinem Verhältnis. Das wäre so, als ob ich mir hier diesen Spatel nochmal für 30 Euro nachrüsten würde. Nun ja, aber wie gesagt, in gewissen Dingen sind die sich ähnlich. Der Hauptunterschied ist halt, dass es wesentlich dünner ist, ein paar Sachen weniger hat. Also hier diese beiden seltsamen Stechbeitel, die eigentlich fast unnötig sind. Eine hätte gereicht. Und was haben wir hier noch dran? Da ist dann noch was. Ah, und dann nochmal eine Stech- und Bohrader. Die ist ja wieder ganz okay. Die hat der andere auch. Die ist halt ziemlich scharf und damit kann man schon was pieksen und hier noch einen Faden durchziehen, also eine Schnur und dann wieder zurück, wenn man in Leder oder sowas nähen möchte oder eine Plane. War ja früher ganz beliebt, heute wird das glaube ich gar nicht mehr gemacht. Paracord passt ja auch nicht durch und die anderen Sachen, man könnte ja auch einfach nur noch bohren und dann Faden selbst durchziehen, das ist dann so eine kleine Hilfe, aber ich bin ja kein Kesselflicker. Nun ja. So, das waren jetzt die Funktionen, so hauptsächlich, die ich euch da zeigen wollte. Dieser Ring, den finde ich damit auch immer als extra Funktion, weil man da so einen Schlüsselbund dran macht. Wer hängt sowas an den Schlüsselbund? In Wirklichkeit ist er nur im Weg. Also, wenn wir das jetzt zumachen, wie, jetzt habe ich den Ring dazwischen. Ja, okay, der hängt da so ein bisschen doof. Und natürlich dann Zahnstocher und Pinzette, was halt bei den größeren Modellen immer dabei ist. Ja, das waren jetzt die beiden Victorinox, die eigentlich immer nur einen Kompromiss irgendwie darstellen, weil man, wie gesagt, aus diesen 1000 Modellen, die es da gibt,
findet man eigentlich nicht wirklich sein Lieblingsmodell, wo man sagt, okay, ich hätte gerne ein schönes Messer, eine gute Holzsäge und eine Säge, eine Schere und dann den Dosenöffner, einen Kreuzschraubendreher und meinetwegen noch diese Stechader. Das würde mir eigentlich reichen. Und ich habe auch so ein ähnliches dann entdeckt, das nennt sich Trailmaster. Ist allerdings größer, das hat dann 11 cm Länge und ist auch ein bisschen schwerer wie die Modelle hier. Aber es ist nicht ganz so dick wie der Klopper. Ne? Das hat, ich glaube, das ist ungefähr so die Stärke wie das Modell. Die haben so 1,8 oder so, knapp. Ja, so 1,7, 1,8. Ich glaube, das ist ein Millimeter dicker. Ich bin mal gespannt, das kommt, glaube ich, erst Montag. Ich dachte, ich hätte es heute schon in der Post, wie mir das gefällt. Das hat eine andere Form hier, da ist der so ein bisschen gebogen. Und das kann man dann auch besser greifen. Die sind ja doch ein bisschen sehr klein und zart und so. Und wenn man dann die Klinge so draußen hat, geht es ja wiederum. Aber naja, es ist ja eigentlich ein kleines Taschenmesserchen für Kinder und junge Leute. Finde ich die Größe für einen Erwachsenen ist es eigentlich ein bisschen zu klein. Ich habe jetzt nicht so riesige Hände. Ich habe, wie gesagt, Handtuchgröße 8,5. Da passt es natürlich schon, aber es rutscht so ein bisschen weg, weil es ja auch so rutschig ist. Und dann kommt man vielleicht im Eifer des Gefechts hier vorne schon mal an die Klinge fast schon dran. Für Kleinigkeiten mal zum Abschneiden ist das okay. Da ist ja sogar noch eine kleine Klinge dran. Da frage ich mich dann auch, okay, warum habt ihr denn noch eine Klinge dran gemacht? Die eine reicht doch. Ich meine, die könnte man halt nehmen als Saumesser, wenn man jetzt sagt, okay, man will eine haben, wo es egal ist. Aber die ist auch nicht wirklich scharf. Also was immer alle behaupten, die werden Rasiermesser scharf, ist das jetzt hier bei dem Modell jetzt nicht. Aber die ist ja witzlos, da brauche ich das, die brauche ich gar nicht in dem Sinn. Da habe ich ja mal ein anderes Lieblingsmesser, sowieso, das beste Taschenmesser der Welt, was es nicht mehr gibt. Das heißt Huntington, das gab es mal bei Amazon für 8,95 €. Und es hat diesen Kapselheber mit Schraubendreher, der ein bisschen steif ist, aber okay. Hat jetzt hier nochmal diesen Dosenöffner, wobei ich mit dem noch keine Dose geöffnet habe. Aber das ist perfekt für Knoten und sowas zu öffnen. Wenn man einen Knoten hat in den Kottel, kann man da schön mit rein. Ist ganz perfekt. Dann war hier auch eine kleine Schere dran. Allerdings ist da die Feder jetzt verlustigt gegangen. Und die kann man zwar schon noch so ein bisschen benutzen, aber nicht mehr so wirklich. Die hat jetzt auch keinen, ist jetzt kein Vergleich zu den großen Scheren hier von Victorinox. Aber mit dem kleinen Messer, da war die Schere auch nicht so viel größer und besser. Also das ist schon ein tolles Gerät für das Geld und für die kleine, wirklich kleines Packmaß. Dann ist hier eine kleine Klinge und die reicht mir dann wirklich, wenn ich jetzt wirklich nur ein Paket aufmachen will oder einen Brief aufschneiden oder mal irgendwie die Wurst anritzen oder solche Dinge. Da ist ihm dann Apfel mal kurz fehlen, da reicht die Kleine schon. Aber das ist dann auch wirklich halt eine kleine Klinge, das weiß man dann. Es hat hier so Nupsis zum Greifen, finde ich sehr gut. Und dann ist es noch gar nicht fertig, weil die Rückseite ist auch bestückt. Da ist hier ein Kreuzschraubendreher, mit dem ich wirklich sehr viel schon geschraubt habe. Der ist auch schon ein bisschen abgekämpft. Und dann ist hier eine kleine Ader, aber die ist ein bisschen arg stumpf. Was man damit machen kann, weiß ich nicht. Und für ein Löcherbohren hätte man dann hier den Korkenzieher. Jetzt kommen hier Leute. Ja, okay. Also das ist mein Lieblingsmesser eigentlich. Ihr seht es auch, das ist schon ziemlich abgekämpft. Huntington. Das hat wirklich klein. Also ne, das ist dann wesentlich kleiner als die Victorinox-Sachen, aber es hat die ausreichende Ausstattung. Und das trägt auch nicht wirklich auf. Das kann man in jede Hosentasche stecken und schon ist alles gut. Nun ja, jetzt wollen wir hier mal weitermachen. Jetzt hatte ich mir allerdings noch vorher, bevor ich diese Victorinox-Messer gekauft habe, hier so ein kleines Set geholt. Das gab es beim Lidl. Das ist einmal hier so ein kleines Mini-Messer, das heißt das Paraframe Mini. Weil da ist der Liner-Lock, das ist also ne, gesichert. Das ist quasi der Griff, der Teil des Griffs. Das ist so ein System, was die mal erfunden haben. Der biegt sich dann so rein und man kriegt es auch nur sehr schwer wieder raus. Okay, also müsste man da irgendwie mit zwei Händen arbeiten. Oh, dieses Kind nervt jetzt ein bisschen, Entschuldigung. Ja, ist halt so ein ganz kleines Taschenmesser.
mit einem kleinen Clip und so, Paraframe Mini. Manche finden es ganz gut, manche sind ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, als Ersatz für dieses, hat ja ungefähr die Größe, aber da ist sonst nichts dran. Das ist nur ein Taschenmesser. Und in diesem Set gab es dann hier dieses Gerber Mini Tool Wise, V-I-S-E geschrieben. Also was scharf machte, freche, ja, also Gerber Weiß. Da gibt es noch ein anderes Modell, das weiß ich jetzt nicht genau, wie es heißt. Das ist ein bisschen beliebter. Ist also hier so ein kleines Gerät. Da ist einmal auch ein Messer dran, sogar relativ scharf, aber so ein bisschen viereckig, wie ihr es sehen könnt. Da ist sogar eine Nummer eingraviert. Was haben wir noch? Da ist jetzt nicht so viel dran, aber doch ein bisschen was. Hier ist so ein kleines mit leichtem Wellenschliff, also wie so eine kleine Säge. Ja, wenn man viel Zeit und Muße hat, kann man damit auch vielleicht irgendwas durchsägen, aber es ist nicht vergleichbar mit den Sägen vom Victorinox. Das, ich meine, warum es da immer so halbe Kompromisse gibt, das haben die anderen Messer manchmal auch. So richtigen Sinn erkenne ich daran nicht. Entweder man hat eine Messerklinge oder man hat eine Säge. So ein Zwitter, der nichts bringt, nützt ja auch nichts. Okay, also das waren jetzt diese beiden Sachen, die da dran sind. Und dann ist hier außen, ach ja, das ist dieses ganz dubiose Gerät hier. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da sind zwei Sachen auf einmal, die sind zueinander gekoppelt. Das ist quasi auch wieder so ein Kapselheber. Und vorne ist dann hier ein, aber der sieht relativ gut aus, ein Schraubendreher, flacher Schraubendreher. Aber diese Kombination finde ich halt irgendwie doof. Da hast du automatisch immer hier dieses Ding noch mit dabei. Das heißt, da kommst du vielleicht dann an manchen Schrauben auch nicht wirklich gut dran, wenn da sowas im Weg ist und kratzt dann darum. Warum sie das kombiniert haben, damit sie die Kapsel schon erheben können. Kapselheber brauchen normale Menschen nicht. Ein normaler Mann, der ein Feuerzeug bei sich hat, ein vernünftiger Raucher, der hat seinen Kapselheber als Feuerzeug immer automatisch mit dran. Das ist der beste Kapselheber. Geht am schnellsten und ist praktikabel. Dann gibt es hier so ein Teil, das kriege ich auch schon gar nicht wirklich auf. Das hat überhaupt keinen Nagelhau. Achso, da muss man diesen Kapselheber doppelmoppel rauslassen und dann kann man hier so untergreifen. Oh, das ist echt. Das ist also hier eine Kombination. Einmal sind es so kleine Reiben, die sind vielleicht für den Fingernagel mal ziemlich mal abzureiben, ganz gut, beidseitig. Die eine ist einfach und die andere ist so doppelt. Und dann ist hier, das ist etwas schwierig zu erkennen, das ist hier so ein ganz spezieller flacher Kreuzschraubendreher. Ich habe leider jetzt keine Schraube dabei, um auszuprobieren, ob es wirklich funktionieren würde. Ist hier irgendeine? Nee, leider habe ich da keine Schraube. Ach doch, mal hier am Messer selbst hätte ich eine. Da kann ich mal gucken. Das ist sogar eine ganz kleine. Nee, also die greift da nicht. Vielleicht greift sie bei einer größeren, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Es ist ein bisschen dubios, diese Erfindung von Herrn Gerber. Da denkt man, es wäre so ein deutscher Hersteller, aber das ist ja eine amerikanische Firma. Wahrscheinlich auch mal deutsche Vorfahren. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr glaubt es mir, das ist also ein plattgedrückter Kreuzschraubendreher. In der Wirkweise wahrscheinlich sinnlos. Aber okay. Und dann ist hier noch ein ganz kleiner Mini-Schraubendreher, so ein flacher. Der wirkt auch wieder relativ funktional. Für ganz kleine Schrauben ist er sicherlich gut einsetzbar. Ja, das waren also die Sachen. Dann auf der Seite kann man auch ganz gut. Schließt alles relativ, es geht alles ein bisschen schwer. Ich habe es auch noch nicht so oft benutzt. Vielleicht gibt sich das noch. Das Hauptproblem, also den Sternschrauben, deswegen konnte ich da jetzt nicht dran. Naja, gut. Und dann ist natürlich noch das Hauptteil, was man hier so austappen muss. Hoppla, Entschuldigung. Das ist hier eine gefederte Kombizange. Haben wir also hier eine Flachzange, dann diese normale Beißzange, wie es immer schön heißt, wo man eine Schraube mit anziehen kann. Und hier hinten ist dann noch, wenn er dran ist, ich sehe ihn jetzt nicht so gut, doch da ist so ein kleiner Kabelschneider, ne? Wenn ihr seht, so Drahtschneider. Also als Zange macht die einen ganz guten Eindruck. Manchmal behauptet, sie hätten damit irgendwas rumgedäumelt und dann wäre sie, naja, hier. Dann wäre sie abgebrochen oder irgendwie verbogen oder so.
Also das ist nicht ganz so beliebt wie die Leute bei den großen Gerber-Sachen. Ne? Die sind ja alle so ganz toll. Ist ja das Leatherman für Arme quasi. Aber ja, für Arme ist das gute Stichwort. Also wie gesagt, das war halt das Set, das kleine Messer hier. Das Paraffin Mini von Gerber. Und dieses Gerber Weiß Multitool kostet einzeln. Jeweils habe ich gesehen bei Amazon so 17, 18, 19 Euro rum. Unterschiedlich, eins war sogar 24 Euro bei einem Anbieter. Muss man wirklich gucken, wenn man da anwählt, weil ein paar Blöcke weiter unten kostet das selbe Produkt nochmal 10 Euro weniger. Und, aber als Set gab es das halt, wie gesagt, beim Lidl für knapp 18 Euro. Dachte ich, okay, ist eine schöne kleine Sache. Ich habe ja dieses etwas größere Multitool hier von Semtec. Das habe ich irgendwie vergünstigt mal bekommen. Da ist halt auch eine richtige Zange dran. Ne? Mit der kann man wirklich was machen. Die hat hier das sehr gute feste Stahl. Das sieht man auch, der ist gebürstet. Ein richtiger Drahtschneider, Kabelschneider. Da ist allerdings das Beiwerk ein bisschen schwach. Da ist hier so ein Fischenschupper mit einer kleinen Fingernagelraspel und dann hier so ein etwas seltsamer Dingsbums-Schraubendreher und dann noch ein paar andere Schraubendreher hier unten. Aber das tut jetzt ja nicht so, ist wenigstens ein richtiger Kreuz-Schraubendreher. Und was ist das dann noch? Ach, ein Dosenöffner. Ja, es sind schon ein paar Sachen dran, aber es hat wirklich ein netter Mann für Arme. Die Schere, das Messer schneidet wirklich nur kaltes Wasser. Dann ist hier noch ein kleines Messer, das ist relativ auch stumpf. Nun ja, es ist ein günstiger Kompromiss. Ich denke, wenn man sowas irgendwo im Rucksack mit dabei hat, als Backup, ist es schon okay für das Geld. Es ist auch eigentlich sehr stabil verarbeitet. Ich habe, glaube ich, für zwei Stück 9 Euro bezahlt, aber die kosten einzeln dann ein bisschen mehr. Semtec Urban Survival ist ja die Hausmarke von Pearl. Aber weil das halt auch so groß war, dachte ich, für mein kleines EDC-Pack wäre halt so ein Multitool natürlich dann geeigneter. Ne? Das ist ja wesentlich kleiner und im Prinzip von der Funktionsauswahl ähnlich. Und das in Kombination mit dem kleinen Messer hätte dann mir hier so ein, das habe ich mich doch ein bisschen gepetzt, hätte mir dann hier so ein Klopper von Victorinox ersetzt, auch preislich. Ja, kurze Rede, gar keinen Sinn. Also das Gerber-Set hier, das kann man schon für einiges benutzen, wenn man es nicht gar so groß und aufgepretzelt haben möchte. Ist es eine günstige Alternative, aber du hast halt zwei Sachen. Das jetzt an Schlüsselbund, dafür ist mir es zu schwer. Das wiegt schon so 70, 80 Gramm oder ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, es ist fast so schwer wie hier das Super-Tinker, weil es halt aus Metall komplett ist. Ich habe ja in meinem EDC-Pack so ein ähnliches Teil aus China, direkt aus China, nicht über den Umweg eines amerikanischen Herstellers. Das ist natürlich nicht ganz so stabil, aber das ist noch ein bisschen kleiner und leichter. Ja, gut, jetzt nochmal zurückzukommen zu den, das ist halt ein bisschen kreuz und quer, ich weiß, aber es sind ja verschiedene Gedanken, man kann es ja auch überhören. Prinzipiell kann ich da nichts kritisieren, die sind natürlich schon gut verarbeitet, da wackelt auch nichts, das ist stabiler, schöner, blinkender Stahl. Funktionsumfang ist auch relativ groß, sie machen ja wirklich immer irgendwo noch was dran, es gibt ja auch so Spezialfilme, da gibt es einen Amerikaner, glaube ich, ist so ein Engländer, der zeigt dann dauernd, wie er irgendwelche Drähte schneidet mit, indem man das kombiniert mit dem anderen Ding noch und so. Und dann bringt er noch ein Video und noch ein Video und noch ein Video, wo wieder irgend so ähnliche Sachen gezeigt werden, dann werden sie nochmal in Kombination in einem Video. Einer hat auch geschrieben, ja, das ist ja toll, wie du das schaffst, immer wieder dasselbe Video tausendmal zu publizieren. Ist wahrscheinlich auch so. Ja, ich mein, also wie gesagt, das war das Super Tinker und das Ranger in Red. Von dem Funktionsumfang würde ich mir da ein paar Sachen wegwünschen, dann wäre es eigentlich mein ideales Messer erstmal. Also Messer, Säge, Schere und anstelle von dem Korkenzieher der normale Schraubendreher, Kreuzschraubendreher, fände ich es gut. Und ein paar von diesen Quatschsachen da weg, von diesen ganzen Breiteln und Beuteln und Deuteln.
Und diese Zusatzsäge, Metallsäge, ist Unsinn. Also hat auch irgendwo einer sogar geschrieben, dass er die auch blöd findet. Und die meisten finden ja alles immer toll, wenn da ein guter Name draufsteht. Das hier hat mir halt eindeutig die Säge gefehlt. Und das ist auch so als EDC-Messerchen dann doch ein bisschen mickrig. Also dann kann ich auch gleich bei dem bleiben. Damit kann ich auch eine Mutz die Haut abziehen. Jedenfalls, ja. Und das wäre auch kein wirklicher Ersatz. Ich bin gespannt, ob dieses Trailmaster, das ist so ähnlich wie das Fieldmaster und so ähnlich wie das Original Schweizer Soldatenmesser, Nummer 8, glaube ich, heißt es. Ich finde es schon ein bisschen die Politik, die Produktpolitik von Firma Victorinox ist etwas schwierig. Die Produkte sind hochwertig, sind gut verarbeitet und haben gewissen Daumendicke, werden sie auch sehr teuer. Ne? Man kann auch das hier beim feinsten Händler für 80 Euro kaufen. Ich tue es mal jetzt einpacken, weil der will doch jetzt stärker wird. Das finde ich dann etwas gewagt für ein kleines Taschenmesser, was man vielleicht auch mal verliert in dieser roten, glatten Schale. Und wie gesagt, die haben so viele Modelle, du findest dich wirklich kaum durch. Das wird auch alles nicht so aufgeschlüsselt, dass du wirklich alle Funktionen mal nebeneinander sehen würdest, in so einer Tabelle oder so. Manchmal gibt es so kleine Übersichten bei Amazon, aber das sind dann auch nur 4 Modelle oder so. Ich würde gerne mal alle aus dieser Reihe nebeneinander sehen, wo man gleich mit einem Auge sieht, ah, okay, der hat die Aale, der hat die Säge, der hat die Säge nicht, der hat das Messer und der hat dies und das. Und ich würde es irgendwie reduzieren. Ich würde sagen, ich bringe 3 Messer in der Größe raus und 3 große. Und dann kann man das irgendwie so kombinieren und dann überlegt man sich manche Werkzeuge, diese ganzen Stechbeitel und Sachen, die braucht ja kein Mensch in Wirklichkeit. Da genügt eine einzige Aale. Damit kann man das alles machen. Und dann hat man halt ein Messer, eine Schere, eine Säge und der vermaledeite Kapselheber. Für manche Sachen ist der vielleicht auch praktisch. Und dann halt natürlich noch ein Dosenöffner. Das ist natürlich für Auto auch immer ganz gut. Wenn man diese Ringpulle, die brechen ja doch mal ab. Und dann schießt du da und kriegst die Dose nicht auf und verhungerst. Von daher, manche mutige macht es dann mit Messerklinge, aber die kannst du hinnach dann wirklich in die Tonne kloppen. Also eigentlich ist das bis auf ein fehlendes Messer, Säge, die optimale Ausstattung. Mehr brauchen wir an einem Taschenmesser, glaube ich nicht. Ne? Und ihr seht, die kriegen das ja auch in einer relativ kleinen, kompakten Form unter. Leider gibt es nicht mehr am Markt. Es gibt noch ein größeres Modell von der Firma Huntington. Aber das soll nichts taugen und das wird auch kaum noch angeboten. Nur irgendwo bei eBay für 40 Euro oder so. Aber für die Qualität soll das nichts sein. Das ist wirklich toll gewesen. Es hat mich sogar auch so ein Anhängeding. Es hat mich wirklich jetzt, ich bin schon 10 Jahre treu begleitet. Ich habe wirklich viel damit gewurstelt und so. Und es ist immer noch relativ okay. Ich könnte es mal wieder schärfen, wenn ich mal Zeit habe. Also die Klinge ist halt immer mal ein bisschen stumpf geworden, aber sonst alles andere funktioniert tadellos. Und das hat 8,95 Euro gekostet. Also, da kann sich so manche Firma was abschneiden. Nun ja, also wie gesagt, die Victorinox sind schön, teilweise zu teuer, teilweise von der Übersichtlichkeit auch am Gerät etwas schwierig. Also bei dem Teil, es hat 21 Teile, glaube ich, 21 Funktionen, wobei man nicht ein paar auch abrechnen muss. Der Ring und so weiter ist ja keine Funktion. Die findet man dann nicht wirklich immer. Also wenn du es wirklich jetzt einen Monat lang dabei hast und jeden Tag benutzt, dann weißt du, der dritte von links ist dann das. Aber wenn du es nur am Zoomer rausholst oder das vielleicht, wie viele das auch scheinbar machen, die haben ja die ganze Sortiment, die haben ja da 30, 40 Victorinox-Messern auf dem Tisch liegen und sagen, ja, das ist mein Liebstes, wenn ich gerade mal und so weiter. Und da frage ich mich, okay, warum denn so viele, wenn die alle so toll sind, da brauchen wir doch nur eins, was wirklich das Tolle ist, vielleicht zwei, noch ein kleines dazu. Aber man braucht doch nicht die ganzen dicken und dann noch die ganzen großen und dann noch die ganzen kleinen, nur weil dort der Schraubenzieher links ist und der andere Schraubenzieher ist dann rechts. Hallo, mal ganz im Ernst. Ich meine, Briefmarke sammeln ist okay, das nimmt weniger Platz weg und die sind teilweise recht günstig. Aber so Messer sammeln für 70, 80 Euro das Stück, die kann man doch gar nicht alle auftragen. Wann soll man die denn benutzen? Die halten ja auch ein Leben lang. Also, ne, das finde ich dann schon ein bisschen schwierig, was manche Leute ihr Geld hinpfeffern. Aber gut, das darf jeder machen, wie er mag.
Ich bin halt auf der Suche nach einem guten Taschenmesser, was ich so in meine Hosentasche haben kann. Und vielleicht dann noch ein schönes Messer für draußen. Und so, und wenn ich das gefunden habe, dann höre ich auch auf mit Kaufen. Die ich jetzt teilweise habe, haben mich nicht wirklich überzeugt, aber kann es ja nicht mehr zurückgeben, weil sie schon so lange bei mir sind oder doch schon so toll benutzt wurden. Aber ich kaufe mir da jetzt eine 30 Victorinox und 30 Mora-Messer und da nochmal 10 davon und da nochmal 5, weil das eine an Ostern besonders schön aussieht. Ja, kann man gerne tun, aber nun ja. Okay, das soll jetzt erstmal zu diesem Thema das gewesen sein, zu den Messern hier, zu den kleinen. Einen kleinen Teaser habe ich noch für die Leute, die wirklich bis zum Schluss gucken. Kommt jetzt im nächsten Video. Da geht es um Notfallrucksack, Bug-Out-Bag, wie es so schön heißt. Da habe ich mir auch Gedanken gemacht. Die meisten Videos und Themen sind ja da immer für Einzelgänger quasi. Es sind immer nur Einzelleute, die sich so in ihren Rucksack zusammenschnüren. Und das ist natürlich etwas schwierig für kleine Familien, so wie bei uns. Wir sind zwei Erwachsene und ein Kind. Und da gibt es eigentlich kaum irgendein Angebot. Das passt auch nicht wirklich in diesen tasmanischen Tiger mit 50 Litern oder so. Passt es ja gar nicht alles rein. Die ganzen Schlafsäcke, was man da alles braucht. Da habe ich mir jetzt ein Gerät gekauft, einen Rucksack bei Amazon, der wirklich sehr überraschend von der Preis-Leistung ist. Also, ich werde euch im nächsten Video eingehend vorführen. Ich habe noch nicht alle Sachen da, die ich da reinstecken will, um zu gucken, ob es passt. Aber ein kleiner Teaser, der hat 22 € gekostet. Und ist ein 70-Liter-Rucksack. Und der ist sehr stabil. Und der sieht kaum militärisch aus. Das heißt, man kann den auch schön irgendwo im Zivilbereich nehmen. Aber die Details erzähle ich erst im nächsten Video, wenn ich das Produkt dann auch euch zeigen kann. Also wie gesagt, verkauft euch nicht. Guckt genau, was es für Messer gibt, was ihr braucht, was ihr wollt und wo es am günstigsten ist. Also ich bin gespannt auf das Trailmaster, ob mich das befriedigt quasi und ob ich dann die anderen beiden mir zurückgeben kann, bevor sie festwachsen. Und dieses Gerber-Tool-Zeug, ja, ist auch nicht schlecht, aber da hast du dann zwei so Sachen in der Hosentasche, die sich gegenseitig verkratzen. Ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Okay, in diesem Sinne, ich mal gucken und klicke auf die Uhr. Oh, heute sind es nur 36 Minuten. Ich muss sagen, meine Videos sind immer so LP-Länge. Das ist irgendwie witzig. Ich habe das irgendwie noch so im Blut von früher, wo man eine Schallplatte gehört hat. Okay, euch eine schöne Zeit. Lasst einen Daumen da oder auch nach unten, wie ihr wollt. Einen Kommentar, eine Frage. Alles gern gehört und gern gesehen. Und alles Gute weiterhin, ne? Ciao, ciao.